Salam alaikum und guten Tag, liebe MLM-TV-Zuschauer. Wir sind jetzt in Düsseldorf und genau bei Patisserie Alberia. Und wir haben heute zu Gast Frau Asmahan Gamgami. Willkommen bei MLM-TV. Vielen Dank, danke schön für die Einladung. Asmahan, ich komme mal durch Sie, ja? Kein Problem. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Asmahan Gamgami. Ich bin 36 Jahre alt, habe eine 10-jährige Tochter. Ich habe Sozialpädagogik studiert und unterrichte an der Hochschule Bochum interkulturelle Kommunikation und Diversity Management und habe einen diversitätssensiblen Bewerbungsservice gegründet. Asmahan, wie bist du auf diese Idee, Sozialpädagogik zu studieren? War das schon seit deinen Kindern dein Ziel? Ich habe mich immer für Menschen interessiert und für das, was in Menschen vorgeht und Krisensituationen, Beratungssituationen und hatte auch immer diesen Gerechtigkeitssinn, der mich angetrieben hat. Deswegen hatte ich auch diesen diversitätssensiblen Bewerbungsservice gegründet, weil ich einfach gesehen habe, dass es sehr viel Ungerechtigkeit gibt und im Bereich Sozialpädagogik kann man diese erforschen und sichtbar machen, wenn man zum Beispiel an Selektionsverfahren nach der Schule, nach der Grundschule denkt, wie viele ausländische Kinder auf die Gesamt- oder Hauptschule geschickt werden und wie wenige auf Gymnasien gehen. Und deswegen hat mich der Bereich Sozialpädagogik sehr, sehr interessiert, weil ich geglaubt habe, dass ich da meiner Passion und Leidenschaft mehr Gerechtigkeit einfach in der Welt zu haben nachgehen kann. Zum Beispiel, deine Klienten, sind das eher Migranten oder Deutsche oder einfach Leute, die jetzt seit kürzestem in Deutschland leben? Tatsächlich würde ich sagen, mehrheitlich MigrantInnen, also auch Frauen mit Hijab, Akademikerinnen, die hier in Deutschland geboren worden sind und es schwer haben, beruflich Fuß zu fassen, nicht aufgrund ihrer Qualifikation, denn die ist durchaus vorhanden, oder ihrer Sprachkenntnisse, sind hier geboren, sprechen Deutsch auf Muttersprachlerniveau. Es sind aber auch sehr viele Menschen, die zum Beispiel über 50 sind und Altersdiskriminierung befürchten. Es sind Menschen, die wie ich zum Beispiel Mütter, alleinerziehende Mütter, die es relativ schwer haben, Fuß zu fassen. Oder auch Leute, die einfach gerade unglücklich in ihrem Job sind, aufgrund dieser menschlichen, zwischenmenschlichen Dinge, die ich auch im Studium thematisiert habe oder warum ich das Studium gewählt habe, und sagen, ich möchte einfach den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin wechseln. Asmahan, also mich fordern ganz viele Leute, die nach Deutschland ziehen möchten, um eben Ausbildung zu machen, aber die haben ganz viele Schwierigkeiten, irgendwie eine Motivation schreiben, zu verfassen oder irgendwie ihre Bewerbungsmappe ordentlich zu machen, oder was für Tipps kannst du sagen, wie kann man sich besser bewerben, wie soll ein Vorstellungsgespräch aussehen, wem kann man eine gute Bewerbung schreiben? Also zum einen ist das überhaupt nicht schlimm, weil selbst Leute, die hier in Deutschland geboren worden sind, die Sprache können, hier zur Schule gegangen sind, tun sich unheimlich schwer mit dem Thema Bewerbung. Das ist einfach etwas, das haben wir in der Schule nicht beigebracht bekommen und wenn, dann nur sehr lieblos am Rande. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es gerade für die Menschen, die aus dem Ausland herkommen, nochmal eine größere Hürde ist, die sie da nehmen müssen. Von daher würde ich mir ganz viel Wissen aus dem Internet aneignen, weil wir haben im Internet unheimlich viele Quellen, Videos, Blogartikel zu dem Thema Bewerbungen. Oder ich würde mir wirklich die Hilfe holen von einem professionellen Bewerbungsservice. Und wenn das Geld nicht reichen sollte, dann würde ich nach allen kostenlosen Mitteln wie Jobcenter-Angebote, Maßnahmen etc., die gefördert werden, wenn man dann erst hier ist, schauen. Danke dir für die Antwort. Jetzt kommt die vorletzte Frage, also die kommt ein bisschen aus Marokko, habe ich bemerkt. Also was kannst du sagen, also bist du auch eher der Typ, der immer nach Marokko zum Urlaub fliegt? Sag mal was über deine Heimatstadt oder sag uns vielleicht, ob du, wo du hier, genau wo du in Deutschland lebst, gibt es dort eine aktive marokkanische Community, bist du auch dort integriert? Gibt es so irgendwie marokkanische Projekte, wo du auch beteiligt bist? Ursprünglich komme ich aus Oujda, Birkane in Marokko, Tafourelt, die Ecke, falls es einem was sagt. Ich kenne aber
tatsächlich nur Casablanca, weil meine Familie vor zig Jahren, über 30 Jahren übergesiedelt ist nach Casablanca und wir dann jedes Jahr da waren bis zu meinem 20. Lebensjahr. Da habe ich tatsächlich das erste Mal in einem anderen Land aus Marokko Urlaub gemacht und zwar mit meiner Mutter in Tunesien. Und da haben wir auch das Reisen in andere Länder für uns entdeckt und haben gemerkt, dass es tatsächlich noch ein bisschen mehr Urlaub ist, wenn man nicht unbedingt nur Familie besucht, sondern vielleicht auch mal ins Hotel geht, nach Griechenland, in die Türkei und auch andere Dinge mal kennenlernt und für sich ist. Und marokkanische Community, hier in Düsseldorf bin ich seit ca. 12 Jahren und muss ich tatsächlich sagen, habe ich nicht so viel Kontakt, aber ich sehe, dass es immer mehr im Kommen ist und ich freue mich da auch auf weitere Vernetzungen. Ja, danke dir, das ist sehr interessant. Ja, jetzt kommen wir zum Schluss. Du hast jetzt eine freie Minute, du kannst einfach unseren Zuschauer irgendwie Tipps geben. Vielleicht deine Meinung zum Projekt Im Leben TV, wie findest du das Projekt? Kannst du schon das Projekt und vielleicht auch zum Schluss was auf Arabisch zum Abschied sagen? Ich kannte das Projekt Im Leben TV tatsächlich nicht, aber als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass es ein sehr schönes Projekt ist, weil wir Marokkaner leider viel zu wenig in Sachen Networking und Vernetzung machen. Da sind uns andere Migrationsgruppen weit voraus und deswegen finde ich dieses Projekt so toll, weil es dafür sorgt, dass wir uns gegenseitig unterstützen, uns kennenlernen und wir auch nach außen hin ein anderes Bild von uns transportieren können, als das, was in den meisten Köpfen von deutschen Menschen über uns verankert ist. Dieses stereotypische Denken von Marokkanern, die Ellerstraße vielleicht zu meiden, gewisse Ängste und Sorgen zu haben, wenn man an uns denkt. Und ich finde, Leben TV hat halt zwei Vorteile. Einmal ist es, zeigt es, dass wir nicht diesem Stereotypen entsprechen, sondern dass wir auch gebildet sind, dass wir integriert sind, dass man sich integrieren kann, ohne seine ganze kulturelle Identität abgeben zu müssen, sondern trotzdem seine Kultur beibehalten kann und sich vielleicht sogar aus beiden Kulturen das Beste rausnehmen kann. Und zum anderen ist es sehr hilfreich für Menschen, die gerne nach Marokko und nach Deutschland kommen wollen und dann auch sehen, was können sie tun, was müssen sie anstellen, welche Unterlagen brauchen sie etc. Und das Dritte ist einfach die Vernetzung, weil nur wenn man sich miteinander vernetzt und sich gegenseitig unterstützt, kann man eine starke Community sein und kann sich nach außen hin auch in einem sehr, sehr guten Licht präsentieren. Und jetzt ein kleines Abschiedwort auf Marokkanisch. Shukran bzaf, jibtouni lehna yaw, jibtouni hada lyoum w nqeddem rasi. و اللي بغى يجي لالمانيا ماشي غير اللغه اللي هي مهمه حتى الثقافه حنايا في المانيا خاصو الواحد يفهمها كيفاش كيتصرف بنادم شنو عندهم هنايا زعما شنو راه مهم هنا في المانيا انا كاليتي اللي كيبغيوها في بنادم تقدر تكون حاجة صغيرة بحال دابا في المغرب إذا واحد تعطل 10 دقايق ولا تعطل نص ساعة ماشي مشكل هنايا هاد النص ساعة ولا 10 دقايق تقدر تحكم لك على حياتك إلا جيت معطل شي تيرمين زعما شي رونديفو الواحد ما كيعرفش هادشي إلا كبر في المغرب كثير ديال الحوايج اللي كاينين هنايا في ألمانيا اللي عندهم مهمين حنايا عندنا حوايج أخرين مهمين في الثقافة ديالنا حنايا عندنا البنادم مهم بزاف إلا تمشي واحد ماشي لاباس عليه تهضر معاه تجلس معاه هنايا في ألمانيا شوية كيفاش نقول حاجة مهمة على البنادم يعني مش أن البنادم ماشي هو مهم ولكن إلا عندك دابا شي أوفكار ولا شي حاجه خصك ظروف شي ظروف الا عندك شي ظروف وخاصك دير داك الظروف ويعيط لك صاحبك راه حتى واحد ما غادي يفهم الا خليت داك الظروف ومشيت عند صاحبك لان المانيا عندها واحد السيستيم اخر وانا نقول بان داك السيستيم باش تفهم هذا السيستيم باش انت ما تفقدش هنايا في المانيا مهم باش تفهمه وباش تقدر شويه تادابتي عليه تندمج شكرا بزاف سمعان على هذه المعلومات القيمة und im Namen von Im Leben TV Team wünschen wir Smahan weiterhin viel Erfolg und danke fürs Zusage und wir bleiben bestimmt in Kontakt. Assalamu alaikum.